Ja, hallo und herzlich willkommen heute zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships mit dem Tier 8 Zerstörer Kagaro. Und wenn ihr auch mal hier verewigt werden wollt, dann einfach eine E-Mail an warshipsreplays@wg-news.com und darin einfach ganz kurz in den Betreff, um welches Schiff, was die Besonderheiten sind und besonders wichtig, den Link von der wowreplays.com Seite mit einfügen, weil da finde ich die Screenshots, wenn ihr sie hochgeladen habt und so weiter und so fort. Also das ist die Notwendigkeit, wie ihr hier mitmachen könnt, beziehungsweise wie ihr es hier auch auf den Kanal schaffen könnt. Aber jetzt schauen wir hier schon rein, denn jetzt geht schon direkt los. Da hinten hat er schon eine Ferrogut. Aber noch schickt er keine Torpedos auf die Reise. Erstmal macht er nur auf. Er selbst geht ja bei 5,4 Kilometer auf, also da hat er das wirklich schön erreicht, dass er wirklich sehr spät da aufgeht. Super natürlich. Jede 100 Meter sind schon wichtig, aber bei 5,4, da muss man schon viel anstellen, bis man dann aufgeht. So, jetzt kann er sich auf jeden Fall hier mal den Cap-Punkt holen. Gegner hat sich C geholt, aber er holt sich jetzt hier A, ja, beziehungsweise noch nicht ganz, denn die Nürnberg wurde gerade hinter ihm versenkt und jetzt steht da jemand ebenfalls mit drin und da versenkt er schon die gegnerische Ferrogut und die andere, die hat er jetzt hier vor sich. Die hat ihn jetzt auch aufgemacht. Und jetzt fährt er aus dem Cap raus. Da hätte meines Erachtens noch ein bisschen länger drin stehen bleiben können, weil er wäre jetzt nicht getroffen worden und dementsprechend hätte er jetzt den Punkt dann für sich gehabt, aber gut, in dem Fall ist es erstmal egal, weil wichtig waren natürlich schon mal die zwei Kills, die nimmt man gerne mit und das mit gerade mal 10.000 Damage. Jetzt geht er hier wieder auf und jetzt muss er gucken, weil das kann ja jetzt eigentlich nur noch die gegnerische Kagaro sein. Ich kann mir jetzt nicht sonst einen Reim drauf machen, von wem er da gerade aufgedeckt worden ist. So, jetzt nehmen sie aber gerade den Punkt wieder ein. Also diesmal sollte das auch funktionieren mit dem A-Punkt. So. Mal schauen, was er mit dem Maschinenboost möglich hat. Oh, und da ist er jetzt von der Hydrokussensuche oder Radar offen. Da ist er also jetzt gut bedient, davon wegzufahren. Und da wird er noch immer getroffen, aber er ist jetzt gleich soweit, dass es erledigt hat. Ja, genau so ist es. Jetzt ist er nicht mehr zu sehen. Und den Punkt bekommen sie jetzt dann hoffentlich auch bald noch. So, die Torpedos kommen gar nicht so schlecht, zumindest der linke davon, also einer trifft. Nein, der setzt vorher aus, unglaubliches Pech hat er da. Also, dass der jetzt nicht trifft, der war ja schon eigentlich so gut wie angedockt und dann klappt es ganz knapp mit der Reichweite nicht. Also, das ist natürlich wirkliches Pech. So, nachdem sie jetzt den Punkt für sich haben, kann er da auch mal ein bisschen Richtung Süden tuckern. Mal schauen, was er jetzt hier noch beschießen kann. Denn mit 10.000 Damage, da wird er noch definitiv nicht genug haben. Da will er bestimmt noch was reißen.
Und jetzt da die nächsten Torpedos unterwegs. Muss aufpassen von vorne einiges an Flugzeugen. Gegner hat ja auch einen Flugzeugträger, der ist ja da unten offen. Und der wird genau in seine Richtung getrieben. Ist ganz schön zu sehen, dass die Independence hier auf ihn zukommt, weil sie vor dem anderen Zerstörer von seinem Team weg will. Das heißt, er kann da jetzt den Weg abschneiden, muss aber jetzt aufpassen, dass er jetzt hier nicht aufgeht, weil sonst hat er das ganze Überraschungsmoment nämlich schon durch, aber sieht es aus, als ob es klappt. Und wie gesagt, da hinten sieht man jetzt leider nicht. Da, jetzt da, die Fubuki, die fährt der Independence nach. Er muss aufpassen, dass er jetzt hier durch die North Carolina und die Torpedos hier Richtung Atlanta funktionieren und da macht er den platt. Da sind die nächsten Torpedos, aber da ist die Atago leider schon durch. Jetzt muss er aufpassen. 5,8 Kilometer und näher kommend. Nur noch 200 Meter, aber auch die Independence kommt jetzt hier ihm daher. Problem ist, er kann jetzt nicht einfach drauf fahren, weil er sonst hier drüben von der North Carolina bzw. von der Amagi aufgedeckt wird. Also da ist überall so ein bisschen knapp gemessen das Ganze. Und jetzt ist er auch aus der Luft auf. Das war auch nur eine Frage der Zeit. Und wie gesagt, er muss jetzt hier leider abbrechen. Er kann jetzt nicht auf die Independence drauf fahren. So schön er das jetzt hier natürlich gehabt hätte, dass er da jetzt einfach ordentlich draufbolzen kann. Aber in dem Fall muss er da aufhören. Aber er dreht doch wieder rein. Mal schauen, wie es ausgeht. Jetzt hat er die Independence zumindest mal da im Blick. So, und eine Ladung Torpedos sind raus. Die zweiten sind jetzt nachgeladen. Was macht er damit? Vielleicht für die Amagi, könnte ich es mir vorstellen. Ne, auf die North Carolina. Bin jetzt gespannt, wohin die gehen sollen. So, die Independence, die hat leider den Weg ein bisschen verändert. Dementsprechend kommen die Torpedos nicht im Ziel an. Das ist eigentlich schon Wahnsinn. Drei Torpedos abgefeuert, 7 Schüsse und 3 Kills. Also, das ist natürlich ideal gelaufen bis dato. So, die Independence kommt jetzt da einmal näher. Die North Carolina, die schaut auch gut aus, wobei die da sich im Rückwärtsgang befindet. Also ganz interessanter Fahrweg von eben dieser. Nächsten Flugzeuge, die sind jetzt zu sehen und jetzt haben da 3 Torpedos getroffen. Vernichtender Schlag. Tschüss, North Carolina. Aber wie gesagt, der Fahrweg war sehr kurios. So, und die sind jetzt nicht schlecht geworfen, aber die sind zu früh, deswegen konnten die noch, waren die noch nicht scharf und er hat hier den Schaden nicht bekommen und jetzt kann er sich natürlich da revanchieren, weil die Independence jetzt absolut nah ist. Er hat auch nur noch 3 Sekunden, dann sind die Torpedos am Start, jetzt sind sie da. Das heißt, einmal durchgeladen und Schissikowski. So, und jetzt sind sie auf der Reise. Und das sollte sich da erledigen, genauso ist es. Und schon hat er die Krake mit 6 Torpedotreffern und 27 normalen Treffern der Hauptbatterie hat er schon die Krake. Also einfach super phänomenal. 88.000 Damage schon auf der Uhr. Und jetzt will er noch mehr. Scheinbar hat er noch nicht genug. Es liegt natürlich, muss man auch sagen, alles in ihrer Hand. Sie haben 800 Tickets. Sie haben nur 2 Schiffe verloren. Der Gegner hat nur noch 3 Schiffe überhaupt. Also das ist natürlich phänomenal. Und hier die nächsten Torpedos gleich unterwegs. Wahrscheinlich Richtung Amagi werden die fließen. In 39 Sekunden ist auch der nächste Torpedo-Cluster wieder ready. So, er will jetzt natürlich jetzt nichts riskieren, aber vielleicht geht jetzt auch nochmal ein bisschen was mit Tauchbatterie. Und genau da scheißt er sich nichts. Deswegen jetzt mal Richtung Atago auch nochmal. Da ein bisschen rausgebolzt. So, die Amagi schießt jetzt hier auch schon. Macht jetzt den Nebel an. Was machen die Torpedos? Haben wir rechts am Bildschirmrand vorher gerade noch gesehen. Jetzt, und natürlich auch der Torpedo trifft. Wassereinbruch hat er auch noch am Start.
bei der Amagi. Und jetzt verteidigt er hier den Punkt. Also der ist ja wirklich fleißig in jeder Form. So, jetzt hat die Atago hier auch noch die riesig großen Probleme mit ihm. Kann hier fast nichts gegen machen. Und er bleibt da beharrlich drauf. Die HE-Granaten schlagen dementsprechend ein. Auch die Atago brennt lichterloh. Und wir sehen auch oben sein Damage immer weiter ticken. So, und jetzt fahrt er aus dem Nebel raus und fährt wahrscheinlich auf den Gegner drauf. Die Runde selber dauert nicht mehr lang, nur noch die Atago am Leben. Ich sag schon mal, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie die Atago jetzt versenkt wird, sehen wir uns jetzt in aller Ruhe an. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.